Da sind wir wieder, das Team Atlantis und der Andi haben neue Übungen vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt die Osterfeiertage gut überstanden und seid alle gesund und habt es hinbekommen, zu Hause zu bleiben und euch auf die nächsten Übungen vorzubereiten. Entspannungsreise, Yoga, heute haben wir uns gedacht, machen wir wieder ein bisschen Power. Was braucht ihr heute? Ich sitze nicht umsonst auf dem Stuhl. Heute brauchen wir, das hat ja wohl jeder zu Hause, zwei Stühle, Wasserflaschen und einen Rucksack. Der Rucksack ist eigentlich eine richtig gute Idee, den als Trainingsgerät einzusetzen. War leider nicht meine Idee. Ich habe das bei Ralf Möller gesehen. Der hat den Rucksack im Training eingesetzt und habe gedacht, oh Ralf, eine gute Idee. Oder Herr Möller, eine gute Idee. Den Rucksack nehmen wir auch mal und ich werde euch mal ein paar Übungen damit zeigen. Wir fangen heute an mit den Stühlen. Wir werden auf den Stühlen Übungen machen. Das kann jeder zu Hause wieder nachmachen. Die Sequenz wird wieder sein: Level 1 30 Sekunden, Level 2 60 Sekunden und Level 3 90 Sekunden. Ihr habt euch wie immer gut warm gemacht. 10, 15 Minuten und jetzt geht's los. Als erstes Bauchmuskulatur. Bleibt auf dem Stuhl sitzen. Hände frei, hebt die Beine an. Und ich kann auch mal festhalten und merke jetzt schon, wie anstrengend das ist. Ich mache es von der Seite vor, schaut her, Rücken ist gerade nicht angelehnt, atmet ein und atmet aus und zieht die Beine nach oben. Und ihr merkt jetzt schon, wie anstrengend das ist. Ihr könnt natürlich auch die Hände weglassen. 30, 60, 90. Ich bleibe mal an der Seite. Zweite Übung ist einfach nur halten. Lasst die Beine oben und haltet die Beine nach oben. 30 Sekunden, 60, 90. Ui, da merkt man das auch in den Oberschenkeln, weil der Oberschenkel jetzt angespannt werden muss. Halten, anhalten, tief einatmen. Brustbein geht hoch zur Decke, Rücken ist gerade. Und schön halten. Nächste Übung oder letzte Übung für die Bauchmuskulatur. Wir machen das einzeln. Bleiben hoch und heben jetzt einzeln die Beine an. Jawohl. Und das kann man in jedem Alter schaffen. Da kann man noch einen kleinen Wettbewerb zu Hause rausmachen. Jawohl. Genau. Und ihr merkt gleich Oberschenkelmuskulatur, Bauchmuskulatur. Sehr gut. Übung 30, 60, 90 Sekunden. Immer 30 bis 45 Sekunden zwischen den Übungen Pause. Dann hätten wir schon mal den Bauch gut trainiert. Nächste Übung stehen wir auf, die Wasserflaschen. Haben wir schon gemacht. Wir saßen das ganze Wochenende, haben hoffentlich gut gegessen. Und jetzt fangen wir wieder an, Seitheben. Jawohl. Zuallererst geht ihr nach oben. Ich mache das von der Seite vor. Seht ihr? Genau so. Und die erste Durchgang bitte nur auf 90 Grad. Und im zweiten Durchgang, jawohl, gehen wir hoch, über Kopf. Das Ganze wieder dreimal 30, 60 oder 90 Sekunden. Absetzen. Jetzt machen wir was für die Trizepsmuskulatur. Das war Schulter, Delta-Muskulatur, jetzt ist Trizeps. Dafür nehmen wir den Stuhl. Da braucht ihr einen stabilen Stuhl. Ich hoffe, dass der stabil genug ist hier für mich. So, jetzt machen wir Dipse. Wir gehen runter und ihr seht, dass ich nah mit meinem Gesäß zum Stuhl runter gehe. Nah, ich gehe nicht nach vorne weg, rühre und komme hoch. Und das ist 90 Sekunden schon mal eine Herausforderung. Langsam runter, ausatmen. Beine weiter vor, umso schwieriger wird das. Jawohl. Und da arbeiten wir langsam nach unten und langsam nach oben. Und ihr merkt hierbei schon schön Trizepsmuskulatur. Nächste Übung, den Stuhl tue ich mal zur Seite. Wenn ihr einen Stuhl mit Lehne habt, ist das super. Wenn ihr keinen mit Lehne habt, könnt ihr auch die Hände hier drauf fassen. Ich gehe mal hier drauf. So, stabil ist, der Stuhl ist stabil. Ihr geht nach unten, Liegestütz, linkes Bein, rechtes Bein annehmen. Runter, hoch, links, rechts. Runter, hoch, links,
rechts. Ihr könnt den Stuhl natürlich auch gegen die Wand stellen, umso sicherer ist das. So, das ist die Übung Brustmuskulatur. Jetzt kommen wir zu unserem Rucksack. Habe ich mal mitgebracht. Den können wir füllen mit so viel Gewicht, wie ihr es für nötig haltet. Da kann man auch im Laufe der Zeit das Gewicht einfach auch mal steigern. Alle Übungen, die wir gemacht haben vorhin, könnt ihr eigentlich mit dem Rucksack auch machen. Liegestütz, so nehmen wir mal am Rücken. Und hier, so, Liegestütz, das am Rücken. Jetzt kann man sagen, gehe ich runter und fange an, Kniebeugen zu machen. Jawohl, genau, mit dem Rucksack. Das Ganze wieder 30, 60 oder 90 Sekunden. Wir können mit dem Rucksack, die Liegestütze, die wir hier vorhin gemacht haben, mit dem Rucksack, schau her, ihr geht runter, hoch, tak, tak, runter, hoch, tak, tak, jawohl, und schon haben wir eine ganz andere Belastung. Ähnlich ist das, wer das überhaupt schafft und sich zutraut, kann das mit den Dipsen ähnlich machen und drückt sich nach oben. Alle Variationen mit dem Rucksack, Bizeps, Curl, hoch, kann gemacht werden, jawohl, Trizeps rücken, seitlich, also nochmal danke Ralf Möller, Ellbogen nach vorne und ihr merkt schon, oder ich merke jetzt schon, dass das Gewicht schon ziemlich anstrengend ist, jawohl, und eine Übung gebe ich euch noch vor, das ist dann die letzte, Russian Twist, Bauchmuskulatur, nehmt den Rucksack, Beine hoch und jetzt wechseln wir zur Seite. Und ihr seht, dass der Rucksack oder eine normale Tragetasche eine super Sache ist, um das Training viel intensiver und abwechslungsreicher zu gestalten. Man muss sich nichts neu kaufen, man kann das mit diesen Geräten machen. Das war der Dienstag. Alle Übungen, die ich euch gezeigt habe, stehen gleich unten drunter. Bitte 30, 60, 90 Sekunden. Viel Spaß dabei und heute könnt ihr immer wieder auspowern. Es grüßt euch das Team Atlantis und der Andi. Tschüss.